Hi ihr da draußen, wir sind mal wieder im Ruhrgebiet unterwegs und es ist richtig schönes Wetter. Ich sitze hier vor der Uni in Dortmund und treffe mich mit den Jungs und Mädels von Revolving Compass. Die warten schon ganz ungeduldig, also das sind sie. Ja, erzähl doch mal was zu eurem Bandnamen Revolving Compass. Wir bestehen aus einem inneren und aus einem äußeren Kreis. Also der innere Kreis sind die Leute bei uns, die komponieren, und der äußere Kreis ist sozusagen alle Musiker als Ganzes. Und das Revolving soll eben darstellen, dass wir vor allen Dingen auf der Suche sind, aber auch eben die Vielschichtigkeit unserer Musik. Wie viele von euch komponieren denn die Songs? Vor allen Dingen drei, ne? Ja. Also wir beide auf jeden Fall und unsere Violinistin Denise. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer setzt sich denn öfter durch? Die Männer- oder die Frauenfraktion? Ich weiß es gar nicht. ja. Obwohl die Männer in der Überzahl sind, denke ich doch, dass die Frauen sich gut durchsetzen. Ihr seid 7 Leute. Ist es dann nicht einfach auch ein bisschen schwierig, zum Beispiel bei neu entstehenden Songs, so auf einen Nenner zu kommen, dass wirklich alle zufrieden sind und alle diesen Song gut finden? Manchmal schon, auf jeden Fall, weil es sind natürlich 7 auch irgendwo verschiedene Geschmäcker, die aufeinandertreffen. Aber ich glaube, inzwischen kommen wir ganz gut auf einen Nenner. Also, es klappt schon. Was unterscheidet euch denn von anderen Studentenbands? Ich denke einfach mal die Instrumentalkonstellation, die wir haben. Ist ja schon ziemlich außergewöhnlich für eine Band, die auch in eine Rockrichtung eher geht. Wir haben ja die Geige, dann das Akkordeon und ich spiele dann meistens eben den Kontrabass. So wie alle anderen Bands bekommt ihr natürlich auch noch eine kleine Aufgabe von uns. Und zwar haben wir euch Unikum-Hefte mitgebracht. Ihr schaut da gleich rein, alle zusammen, und sucht euch ein Thema aus und bezieht das dann auf die Unikum und macht dann einen kleinen Song raus. Cool. Ja? Okay. Alles klar, los geht's! Oh,
meine Lieben, das war mal echt ein ganz anderer Unikum-Song. Der hat mir richtig gut gefallen. Also macht auf jeden Fall weiter so. Ihr dürft natürlich wie alle anderen Bands auch noch ins Unikum-Soundcheck-Bandbuch schreiben. Einmal für dich. Und natürlich habe ich auch noch Stifte. Die gebe ich dir. Dankeschön. Viel Spaß dabei. Schreibt rein, was ihr wollt. Okay. Danke fürs Zuschauen. Guckt auch das nächste Mal in den Unikum-Soundcheck. Bis dahin, eure Julia. Okay.